Hallo! Heute geht es weiter mit meiner Au-pair-Videoserie. Und heute geht es so darum, was passiert, nachdem man eine Gastfamilie gefunden hat. Also Visum beantragen, was sonst alles noch so anfällt und diese Dinge halt. Wenn ihr also eine Familie gefunden habt, dann bekommt ihr mal dieses nette Au-pair-Handbuch zugeschickt. Das sollte man lesen, bevor man halt dann in die USA fliegt. Ich habe es jetzt eigentlich noch nicht gelesen, es ist auf Englisch. Ich werde das dann machen, weil Ende Juni kündige ich. Dann habe ich ganz, ganz viel Zeit für sowas und da werde ich mir das mal in Ruhe durchlesen. Weil ich würde mir auch gerne merken, was da drinnen steht und es nicht lesen und nachher wieder vergessen. Also ich möchte das echt mal in Ruhe machen. Wenn man da jetzt mal so eine random Seite aufschlägt, steht da zum Beispiel drinnen: Cultural care in your home country. Welcome, Cole. Discipline. Driving. What to pack. Also lauter solche Sachen halt, was man einpacken soll. Ja, halt solche Tipps und Tricks für Au-pairs, was halt wichtig wäre zu wissen und so. Ich kann euch da mehr darüber erzählen, wenn ich es gelesen habe. Werde ich wahrscheinlich so im Juli machen. Das war das Erste, was dann so kommt. Und dann kommt dann noch so ein dicker Brief mit allen möglichen anderen Dingen. Als erstes einmal kommen die Visumunterlagen. Wenn ihr ein Au-pair ja in Amerika machen wollt, braucht ihr natürlich eine Aufenthaltsgenehmigung für das Land, weil in Amerika ist das ja nicht so einfach. Und dafür braucht ihr ziemlich viele Unterlagen. Also da bekommt ihr so verschiedene DS-Formulare zugeschickt und dann steht da genau, was ihr machen müsst. Also ihr müsst euch da online auf einer Seite im Internet einloggen, wo ihr dann quasi dieses Visum beantragt. Und ihr kriegt aber von der Agentur, also ich bin bei Cultural Care, hier ist es so, kriegt ihr da zugeschickt so Zetteln, wo genau draufsteht, was ihr dann wo eintragen müsst, dass ihr es richtig macht. Und ja, das Ganze war, finde ich, ziemlich anstrengend. Also für mich war das mega kompliziert und das war so richtig, also ich habe das überhaupt nicht so gepackt, dieses Visum beantragen. Also man muss sich da halt mal online einloggen und dann kommen halt so ganz viele Fragen. Und ich fand die Fragen halt teilweise ein bisschen schwierig, keine Ahnung. Und mir war das halt doch irgendwie unsympathisch, ehrlich gesagt. Aber es stand halt eh alles genau auf diesem Zettel, den man von der Agentur bekommt, was man halt jetzt so einfügen muss und so. Trotzdem zum Beispiel bei der Adresse, wo man halt wohnt, das hat dann nicht die Adresse genommen, so wie es halt bei mir daheim steht. Das habe ich dann so voll anders hinschreiben müssen, dass das überhaupt akzeptiert wurde, weil sonst konnte man nicht auch weitergehen. Und keine Ahnung, es hat halt alles immer extrem aufgehalten. Weil also manche Sachen haben die dann nicht so akzeptiert, wie man sie hingeschrieben hat und so. Und dann hat das alles ewig lange gedauert. Also ich hab so 8 Stunden gebraucht, um das alles auszufüllen. Keine Ahnung, es gibt bestimmt Leute, die machen das schneller und die checken das besser. Aber ich habe da jedenfalls 8 Stunden gebraucht, dieses ganze Zeug auszufüllen. Und dann am Ende, wenn man fast fertig ist, kommen diese ganz netten Fragen wie: Bist du ein Terrorist? Hast du vor, dich in den USA zu prostituieren? Und solche Sachen. Also da kommen dann so richtig die krassen Fragen, die man halt dann schön mit Nein beantwortet. Und ja, dann am Ende von diesem ganzen Ausfüllzeug muss man dann noch so 2 Personen, glaube ich, waren es, angeben, die bestätigen können, dass deine Aussagen auch korrekt sind. Dann musst du dann von den Personen auch E-Mail-Adresse angeben, Telefonnummer angeben, Adresse angeben, dass sie diese Personen eben auch kontaktieren können im Fall der Fälle und eben dann nachfragen können, ob du eh kein Terrorist bist und so. Da wollen sie dir halt damit absichern, was ich irgendwo auch verstehen kann, dass sie nicht jeden in das Land reinlassen wollen, nachdem ja auch immer diese Terroranschläge waren und so. Ja, kann man irgendwo auch nachvollziehen, dass die da jetzt schon ein bisschen skeptisch sind Leuten gegenüber, die es in den USA lassen. Wenn man das dann alles ausgefüllt hat, bekommt man so eine Bestätigung. Die muss man dann ausdrucken und dann kann man noch einen Termin festlegen. Sieht man dann wieder, welche Termine noch frei sind, wann man dann eben zum Konsulat geht. Und ja, der Termin war bei mir dann auch schon eine Woche später oder so, nachdem ich das alles ausgefüllt habe. Ach ja, was ich noch dazu sagen muss, man braucht auch ein Foto für diese Online-Bewerbung. Und das Foto, das war bei mir voll die Katastrophe. Ich war in so einem Fotoladen, im Hardlore war ich, habe ein Foto machen lassen. Da gibt es so 5x5 muss das sein, das Bild, gibt es so genaue Richtlinien. Und das Bild wurde nicht akzeptiert. Dann war ich dort, dann haben die das Bild ausgetauscht. Wenn es nämlich nicht passt, machen die das gratis neu. Und das zweite Bild hat wieder nicht gepasst. Und am Ende war ich dann so richtig bei so einer richtigen professionellen Fotografin, da hat es dann gepasst. Also geh besser gleich zum richtig professionellen Fotografen, diese ganzen, wie nenne ich das jetzt, Hardlauer und so, diese ganzen Fotofachgeschäfte können das scheinbar nicht richtig machen, keine Ahnung. Nach dem zweiten Versuch habe ich es dann auch sein lassen und war aber der richtigen Fotografin, bei der hat dann das Foto Gott sei Dank gepasst, also das war so ziemlich eine Tortur mit diesem Foto. Aber ja, das mal nur so Rande bemerkt. Ja, auf jeden Fall, wenn ihr dann eben einen Termin ausmacht, dann könnt ihr eben dann auswählen, wann ihr da hingehen möchtet zum Konsulat, ja. Da muss man dann wieder sämtliche Unterlagen hin mitnehmen, das bekommt ihr aber alles aufgelistet von der Agentur, was man da mitbringen muss. Und dann geht ihr eben zu diesem Konsulattermin und nehmt eben alles mit, was auf dieser Liste steht, und das ist so einiges. Und
da bin ich auch echt froh, dass ich das über eine Agentur alles mache, weil da haben mir die schon viel weiter geholfen. Weil ich hätte ja wahrscheinlich nicht einmal gewusst, dass ich da alles ausfüllen muss bei diesem Online-Formular, weil das wirklich teilweise so krasse, komische Fragen waren. Und ja, dann war das beim Konsulat auch irgendwie sehr lustig. Also wenn man da halt so, ich bin da so reingekommen und musste da halt alles abgeben. Ich musste meinen Schlüssel abgeben, mein Handy abgeben. Und man darf natürlich auch keine Getränke oder kein Essen damit reinnehmen. Das ist wirklich schlimmer, als wenn man wegfliegt. Und dann kommt halt auch so durch die Tasche, also die Tasche kommt auch durch so eine Kontrolle durch, so wie halt auch am Flughafen, wird auch alles überprüft und kontrolliert. Alles, was denen halt nicht passt, darf man nicht mit reinnehmen. Dann haben die auch so Fingerabdrücke oder was auch immer die da entnommen haben, entnommen. Und dann darf man erst wirklich da rein zum Konsulat. Erste Mal gibt man dann bei einer, also bei mir war das eine Dame, habe ich mal alle Sachen abgegeben und so, also Reisepass, die ganzen Unterlagen und so. Und da muss man warten. Und irgendwann wird man dann aufgerufen, da war dann bei mir ein Herr, hat dann nur Englisch sprechen können. Da musste ich mit dem halt so ein kurzes englisches Gespräch führen, aber recht viel war das nicht. Halt so Sachen wie, wie alt die Kinder sind, wo ich hingehe. Nein, als erstes hat er gefragt, warum ich nach Amerika gehe, was ich da mache. Habe ich gesagt, hallo, Le Peria. Und dann halt, wie alt die Kinder sind, wo ich bin und was die Eltern arbeiten, glaube ich, hat er mich gefragt. Und ich glaube, was ich vorhabe zu machen, wenn ich zurückkomme, was ich dann arbeiten möchte. Das hat er mich gefragt auf Englisch, das war eigentlich eh ganz leicht und der war eigentlich auch ganz nett, der Typ da, also da muss man nicht irgendwie Angst haben oder so. Ja, und danach ziehen die den Reisepass ein, also die brauchen den Reisepass dann, dass sie das Visum fertigstellen können. Und ein paar Tage später kam das Ganze dann per Post zurück, also der Reisepass mit dem Visum drinnen. Ach ja, der Reisepass wird, also das Visum wird in den Reisepass reingedruckt und deswegen brauchen die den Reisepass dafür. Das heißt, man hat den halt dann ein paar Tage nicht. Muss man halt aufpassen, dass man nicht genau dann vielleicht wegfliegt oder so, falls man dann den Reisepass dafür braucht, weil das dauert halt dann ein paar Tage. Auf jeden Fall kam dann der Reisepass mit dem Visum drinnen, mit diesem DS-Irgendwas-Formular drinnen wieder zu mir zurück. Hat also Gott sei Dank alles gut funktioniert und ich fand, das war schon so die Vollprozedur. Also schaut wirklich, dass ihr da früh genug mit dem Ganzen anfangt, weil das ist irgendwie anstrengender, als man erstmal denkt. Und das war auch so, dass es mich so richtig genervt hat, weil so die Bewerbung und so, das ging ja dann alles irgendwie noch, aber dieses Visum... Wenn man dann eh schon eine Familie hat und so, das ist dann so richtig doof, so ein Konsulat und so, also mein Ding war es da jetzt nicht unbedingt. Vor allem, ich musste da drinnen dann eine Stunde warten, bis ich dann tatsächlich zu dieser zweiten Person kam zum Vorsprechen. Und irgendwie hatte ich dann eine Stunde lang auch kein Handy. Das Einzige, was da lief, waren amerikanische Nachrichten. Das war an sich ganz cool, aber irgendwann nervt es halt auch. Ja, aber ich habe es überlebt und ich habe ein Visum und ich bin voll happy deswegen, also voll gut. Und ja, danach hatte ich noch einen Termin bei der Agentur, also die meinten, nachdem ich halt das Visum dann beantragt habe, nochmal zur Agentur gehen. Haben die dann halt nochmal so ein paar Kleinigkeiten besprochen. Ja, so ob man halt noch Fragen hat und so, ob man irgendwie Kontakt zu anderen Au-pairs aufnehmen möchte und so weiter und so fort. Irgendwie haben die dann gesagt, sie schickt mir auch eine Liste mit E-Mail-Adressen von den anderen Au-pairs, aber irgendwie haben sie das bis jetzt nicht gemacht. Da werde ich jetzt nochmal nachfragen, dass sie das vielleicht machen, weil es wäre schon cooler, vorher vielleicht mal Leute zu kennen, bevor man da dann in die Trainingsschule kommt, fände ich irgendwie schon gut. Oder Leute, die dann nachher so in der Umgebung wohnen werden, dass man da nicht so forever alone ist. Ja, dann haben die halt nur nochmal gefragt in dem Gesundheits-, Polizeizeugnis, ob da alles klar ist und so, ja. War eigentlich auch wieder ganz nett da. Die sind immer voll nett bei dieser Agentur, also da sind wirklich sehr, sehr liebe Menschen da. Ja. Ja, wenn man das jetzt dann halt gemacht hat, dann stehen jetzt noch zwei Dinge aus, also eigentlich drei Dinge. Also ich muss jetzt noch ein Polizeiführungszeugnis, also ein polizeiliches Führungszeugnis beantragen und ein Gesundheitszeugnis beantragen, obwohl man da eine Tuberkuloseimpfung vorweisen muss. Wenn man die nicht vorweist, muss man einen Lungenröntgen machen gehen. Das muss ich jetzt irgendwie dann nächste Woche mal alles erledigen, so. Dieses Gesundheitszeugnis ausfüllen lassen und das Polizeiführungszeugnis, das Gesundheitszeugnis, was die wollen, das wird ihnen auch zugeschickt. Und das muss halt dann der Arzt auf Englisch ausfüllen. Werde ich da mal vorher anrufen, ob die dann eh Zeit hat dafür. Ja, und das war's dann eigentlich. Man muss dann noch eine Woche, bevor man fliegt, soll man relativ kurzfristig machen, einen internationalen Führerschein beantragen, dass man eben auch offiziell in den USA Auto fahren darf. Soll man halt erst relativ kurzfristig machen, weil er nur ein Jahr gilt. Obwohl ich mich eh frage, wie wir das da machen, wenn ich dann verlängere. Weil ich habe eigentlich vor, länger zu bleiben als ein Jahr. Und dann irgendwie muss man das dann, glaube ich, neu machen. Und das wird dann alles wahrscheinlich ziemlich complicated werden. Aber auf jeden Fall muss man den mal relativ kurzfristig beantragen, weil er halt nur ein Jahr gilt. Diesen Führerschein. Ja. Ja, ich hoffe, ich konnte euch das jetzt alles mal so einigermaßen gut erklären. Diese ganzen organisatorischen Dinge sind jetzt halt nie so ganz so mein Fall, aber... Ja,
gut. Ist halt so, muss man halt auch machen. Und ich habe jetzt mal das einfach so von meinen Gedanken aus erzählt, so wie ich das halt alles empfunden, wahrgenommen habe und was es halt da zu tun gab. Also ich glaube, das war auch so ziemlich alles, was jetzt da so angefallen ist in letzter Zeit. Ja. Jetzt würde mich natürlich mal interessieren, was wollt ihr so in den nächsten Au-pair-Videos sehen? Interessieren euch so meine Gefühle, so wie ich der ganzen Sache jetzt gegenüberstehe, meine Ängste, meine Sorgen, auf was ich mich am meisten freue? Interessiert euch sowas in dem Video vielleicht? Oder wollt ihr wissen, was ich in den USA noch so plane zu machen, außer auf Kinder aufpassen? Oder wollt ihr was über das College wissen? Oder keine Ahnung, über was soll ich die nächsten Videos drehen? Was interessiert euch am meisten? Stellt mir die Fragen und ich werde euch sie beantworten. Gut, dann bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Und schaut auf jeden Fall auch mal auf mein Facebook-Profil vorbei und so. Ich verlinke euch das alles unten in der Infobox. Würde mich sehr, sehr freuen. Und bis bald, ihr Lieben. Tschüss.